Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sprechen darf auf dem Kongress der Macht Geld Sinn. Und der Titel des Vortrags lautet: Wer regiert die Welt, wir oder das Geld? Jetzt wurde ich gebeten, mich kurz vorzustellen. Ich möchte allerdings jetzt nicht mich vorstellen, sondern die Organisation, die ich vertrete, nämlich Mehr Demokratie. Mehr Demokratie, wo, also ich heiße Roman Huber, soweit wissen wir vielleicht schon kurz sagen, ja, den Namen. Und ich bin bei Mehr Demokratie schon relativ lange, seit 1994. Und Mehr Demokratie ist ein gemeinnütziger Verein, hat heute um die 7000 Mitglieder und ich möchte Ihnen mal eine kurze Bilanz geben, was wir in den letzten 25 Jahren gemacht haben. Wir haben insgesamt 19 Volksinitiativen und Volksbegehren auf den Weg gebracht. Übrigens immer auch zusammen mit dem Omnibus für direkte Demokratie, der jetzt auch hier vertreten ist, die Brigitte Krenker sitzt hier vorne, der Thomas Mayer, das sind alles langjährige Weggefährten. Und das haben wir immer gemeinsam gemacht, also denken Sie immer auch bitte den Omnibus für direkte Demokratie hier mit. Wir waren da immer gemeinsam dabei. Ich glaube, es gibt keine andere Organisation, die in Deutschland oder in Europa so viele Volksinitiativen oder Volksbegehren gemacht hat. Wir haben in diesem Zuge 5 Millionen Unterschriften gesammelt. Jetzt nicht so klick, klick, ich bin auch dabei, sondern Unterschriften gesammelt, auf Papier, Gespräch, überzeugt, ja, ich bin dafür, unterschreiben. 5 Millionen. Davon 3,3 Millionen für Volksinitiativen und Volksbegehren, 1,6 Millionen für Aufrufe für direkte Demokratie und 41.000 für Verfassungsbeschwerden. Wir haben im letzten Jahr die größte Verfassungsbeschwerde der deutschen Geschichte initiiert zum Thema ESM und Fiskalvertrag, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Und wir haben, und das ist eigentlich das Entscheidende, weil die Unterschriften alleine sind ja nur der Ausdruck einer Willensbekundung, aber die Frage ist ja dann oft, was passiert dann damit? Das Schöne bei Volksentscheiden ist, und bei Volksbegehren, da passiert eben dann was damit. Da gibt es dann am Ende einen Volksentscheid und das Volk entscheidet verbindlich und so haben wir es geschafft, in 20 Fällen real Verfassungen zu verändern, Gemeindeordnungen zu verändern, direkte Demokratie einzuführen und zu verbessern. Über Volksentscheide oder aber auch nur über die Ankündigung von Volksentscheiden. Mittlerweile sind wir relativ bekannt dafür, dass wir die Dinge auch durchziehen, die wir tun und es genügt dann oft auch eine Volksinitiative und dann kommt die Politik auf uns zu und man spricht und das Parlament kommt ganz von selbst auf Trab. Die Frage, die uns heute beschäftigt, hat aber einen breiteren Kontext. Es geht um eine sehr, sehr grundlegende Frage, die ich jetzt im Folgenden mit Ihnen gerne besprechen würde. Nämlich, verbleibt heute noch ein realer demokratischer Gestaltungsspielraum in Zeiten der Euro- und Finanzkrise, die ja nicht nur eine europäische, sondern letztlich eine globale ist. Kann Politik, kann demokratisch legitimierte Politik heute überhaupt noch gestalten? Das ist die Frage, die wir jetzt gemeinsam uns mal anschauen wollen. Oder aber leben wir bereits in postdemokratischen Zuständen und ist es nicht so, dass die Politik längst dominiert wird von der Wirtschaft, die Wirtschaft wiederum von den Finanzmärkten und die letztlich von der Geldordnung. Diese kleine Kaskade hat der Professor Huber in einem Buch sehr schön zusammengefasst, der hier vorne links sitzt. Also da ist es sehr verdichtet. Wo ist eigentlich die Wertigkeit? Wer entscheidet eigentlich heute wirklich? Und ich möchte gerne mit Ihnen das Thema besprechen in 7 Thesen. Die Frage ist doch, ob nicht das Volk mittlerweile Konkurrenz bekommen hat. Ist denn nicht ein neuer Player auf dem Markt, das Finanzvolk oder das Finanzkapital, und ist es nicht längst so, dass die nicht nur indirekt entscheiden, indem sie investieren oder nicht investieren, sondern auch ganz direkt entscheiden, nämlich wenn es um die Finanzierung von Staaten geht. Und man kann sich natürlich fragen, was würde denn passieren, wenn die Bürger nicht mehr mitmachen würden, wenn sie einfach ihre Schulden nicht mehr zahlen würden, wenn die Staaten ihre Gläubiger nicht mehr bedienen würden, wenn wir einfach eine neue Geldordnung einführen würden, was würde denn dann passieren? Und vor allem, wie geht das? Bevor wir in die Zukunft schauen, wollen wir kurz einen Blick zurück machen. Und zwar, ich möchte mit Ihnen nochmal die Finanzkrise kurz
durchspielen, aber nicht die übliche Geschichte, die Sie kennen, die Sie wahrscheinlich besser kennen wie ich, weil hier ganz viele Geld- und Finanzmarktspezialisten da sind, sondern aus einer demokratiepolitischen Brille. Wir schauen uns das alles mal aus der Brille der Demokratie an. Und die These 1 ist, die Liberalisierung der Finanzmärkte ist nicht vom Himmel gefallen, ist auch kein Naturgesetz, haben auch nicht die Banken und die Wirtschaft beschlossen, sondern sie wurde durch politische Entscheidungen erst ermöglicht. Erst Entscheidungen der Politik, und zwar der repräsentativ-parlamentarischen Politik, hat dies möglich gemacht. Ganz ein wichtiger Punkt. 1986 hat die Deregulierung begonnen unter Margaret Thatcher. Das wissen viele von Ihnen, können Sie wahrscheinlich genau ausführen. Da wurde der Computerhandel eingeführt. Es wurden alle möglichen Finanzinstrumente entwickelt. Es gab Hedgefonds, Private Equity Strukturen und so weiter. Das ging 1986 los. 1990 wurde es von Schwarz-Gelb von Helmut Kohl übernommen. Da wurde dann zum Beispiel was ganz Modernes abgeschafft. Nämlich, davor gab es nämlich eine Börsenumsatzsteuer. Heute heißt es modern Tobin Tax. Das gab es schon mal, wurde dann abgeschafft im Jahr 1990. Im Jahr 1999 hat Clinton den Glass-Steagall Act aufgehoben, also das Trennbankensystem abgeschafft. Aber es waren jetzt nicht nur die Konservativen, auch Rot-Grün hat massiv dereguliert. Der Mann, der das ganz, ganz persönlich vorangetrieben hat, war der Jörg Asmussen, vielleicht manchen von Ihnen bekannt, sitzt heute im EZB-Direktor. Es gab in den Jahren von 2000 bis jetzt um die 100 Gesetzesänderungen im Deutschen Bundestag, die alle zur Deregulierung der Finanzmärkte beigetragen haben. Und erst dadurch ist dieses riesige Erpressungspotenzial entstanden an Großbanken, die so groß sind, als dass man sie weitergehen lassen kann. Und nur dadurch ist der Hebel auf die Politik möglich gewesen. Nur dadurch hat sich das Verhältnis von der Finanzwirtschaft zur Realwirtschaft verändert in ein 10 zu 1, also in 600 Billionen weltweit zu 60 Billionen. Die Finanzwirtschaft hat sich verdreihundertfacht seit 1990 und die Realwirtschaft verdreifacht. Also das ist Politik gemacht und gesteuert. Und die Politik vergisst natürlich gerne, dieses zu erwähnen. Und wir vergessen es auch. Wir geben gerne den schwarzen Peter den ach so bösen Banken und der ach so bösen Wirtschaft, die eigentlich, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, im Rahmen des bestehenden Systems sehr rational handelt. Solange die grundlegende Maxime Gewinnmaximierung ist, bin ich als Player im Spiel unvernünftig, wenn ich nicht danach handle. Die Wirtschaft kann nicht die Spielregeln ändern, nach denen sie handelt. Das kann nur die Politik und das ist auch die Aufgabe der Politik. Das ist grundlegende Ordnungspolitik. Und das müssen wir machen. Wir, mit wir meine ich den Staat. Jetzt, wie sieht es aber aus? These 2. Das politische Handeln und das Gestalten von Politik, das Schaffen des Ordnungsrahmens, gehört normalerweise in welche politische Institution? Wer gestaltet normalerweise? Wie bitte? Das Parlament. Das Parlament, genau. Das Parlament schafft die Regeln. Tatsächlich ist es aber so, dass sich das parlamentarische Handeln immer mehr in Richtung der Exekutive verschiebt. Zentrale Weichenstellungen fallen nicht mehr im Parlament, sondern werden in der Exekutive vorgesprochen, entwickelt, entschieden und Parlamente vollziehen nur noch nach. Zwei Beispiele. Im Jahr 2008 der erste Rettungsschirm. Damals ging es um die Hypo Real Estate und die musste dann gerettet werden in einer Nacht- und Nebelaktion. Mir geht es jetzt nicht darum, ob das sinnvoll war oder nicht. Das kann durchaus sinnvoll gewesen sein. Also es geht hier in der Politik auch nicht um Wahrheiten, sondern um Interessen. Und darum ist der Prozess auch nur einigermaßen demokratisch legitimiert. Wenn man sich nur mal den Zeitplan anschaut, im Jahr 2008, da war am 13.10. die Ankündigung der Bundesregierung,
dieses Zoffing-Gesetz zu verabschieden, am 13.10. Zwei Tage später war die erste Lesung im Bundestag, am 15.10. Und am 17.10. wurde es in dritter Lesung verabschiedet. 480 Milliarden Euro in 5 Tagen von der Ankündigung bis zur Verabschiedung. Rein exekutives Handeln. Alle Parteien im Bundestag haben auf all ihre Rechte verzichtet. Der Bundestag hätte sich ja wehren können, hätte sagen können, nein, das geht nicht. Hat darauf verzichtet, inklusive Opposition. Einstimmig verabschiedet. So, jetzt kann man sagen, Finanzkrise, Kernschmelze drohte, ja, Merkel sitzt da und Ackermann erklärt dir, Europa bricht zusammen. Der Euro bricht zusammen, und damit Europa, das wissen wir ja, ja. Und im Zuge dieser Dramatik kann man schon mal so eine Entscheidung treffen, auch wenn es um 480 Millionen geht, weil wir retten ja die Wirtschaft und Europa und damit uns selbst. Aber 4 Jahre später greift diese Entschuldigung nicht mehr. Und jetzt schauen wir uns an, was im letzten Jahr passiert ist, im Jahr 2012, also nach 4 bis 5 Jahren Finanzkrise, wo man auch zugeben muss, im Bundestag viel passiert ist, wo gerade im Haushaltsausschuss sich viele Menschen sehr kompetent mit der Frage beschäftigen. Also der Wissensstand ist heute ein anderer. Wie lief es da? Die Abstimmung über den ESM im Deutschen Bundestag. Am 28. 29. 6., also Juni, hat der Europäische Rat getagt. Das ESM-FinGe, also das ESM-Finanzierungsgesetz, war erst kurz zuvor fertig. Das wurde zwar im März, April angekündigt, aber der wesentliche Bestandteil war freigelassen. Und jetzt wird der Zeitplan noch krasser. Am 29.06. sollte der Bundestag um 16 Uhr entscheiden. Es war ein Freitag, komischerweise immer Freitagnachmittag. Ja. Am 29.06. am selben Tag, am Abend um 18 Uhr, sollte der Bundesrat entscheiden. Am nächsten Tag, am 1. Juli, Samstag, sollte Gauck, das war dann der 30. unterzeichnen. Und am 1. Juli sollte das Ganze in Brüssel hinterlegt werden. Und ein völkerrechtlicher Vertrag ist dann völkerrechtlich wirksam, wenn er hinterlegt wird in Brüssel. Erst dann gilt er völkerrechtlich. Innerstaatlich gilt er schon vorher. Also von Freitag bis Sonntag. Und wir haben das mitbekommen am Mittwoch und haben damals schon eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, da komme ich nachher noch genauer darauf zurück. Unsere damalige, die frühere Justizministerin Hertha Dörbler in Wien war unsere Prozessvertreterin und wir haben dann beraten, was machen wir denn jetzt? Und haben dann am Mittwoch, oder am Dienstag war es, angerufen im Verfassungsgericht und haben mit dem Direktor des Verfassungsgerichts gesprochen und sagt, haben Sie eigentlich mitbekommen, dass am Freitag das da durchgewunken werden soll? Dann sagt er, wie bitte? Der wusste das nicht. Ja, dann muss ich mal mit Herrn Voskuhle reden. Und dann hat er tatsächlich mit Voskuhle gesprochen. Am nächsten Tag hat Voskuhle Gauck, vielleicht erinnern Sie sich noch, öffentlich aufgefordert, nicht zu ratifizieren, nicht zu unterzeichnen. Und Gauck hat sich auch daran gehalten. Wäre das nicht passiert, wäre der ESM in Kraft getreten, am 1.7. Die ganze Verhandlung und alles, was danach passiert ist, wäre verboten. Das zum Thema Parlamente vollziehen nach. Nächste These. Weiten wir mal unseren Blick. Schauen wir mal nicht nur auf Deutschland, sondern schauen wir auch mal auf die anderen Länder in der Europäischen Union. Da fällt doch auf, dass im Grunde eigentlich nur noch die Großen das Sagen haben. Also eigentlich vollziehen doch kleine Länder nur noch nach. Und zwar nicht nur die Parlamente und Regierungen, sondern auch die Völker. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr das diesen Ländern teilweise auf die Nerven geht. Und wie sehr das für ganz, ganz ungute Verhältnisse in Europa sorgt. Da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Zeichnungen mit komischen Bärtchen oder sowas. Ja? Das ist schon unschön genug, aber das schafft keinen Frieden in Europa. Und ich rede jetzt nicht nur von Griechenland, sondern zum Beispiel von Österreich. Wir hatten im letzten Jahr Gelegenheit, mit der österreichischen Parlamentspräsidentin einen Termin zu haben, zu sprechen, waren dann am Abend essen und dann hat sie so ein bisschen erzählt,
Und haben gesagt, im Grunde sind sie vollkommen überfordert mit der Finanzkrise. Sie kriegen Berge von Papier. Die wichtigen Sachen kriegen sie aber gar nicht oder viel zu spät. Aber nicht, weil die Regierung ihnen das vorenthält, sondern weil es die Regierung auch nicht hat. Und wenn sie ehrlich sind, dann machen sie eigentlich Folgendes. Sie warten, was der Deutsche Bundestag entscheidet, und dann machen sie dasselbe. So ein Armutszeugnis. Ja. Und es wird nicht auf Dauer so weitergehen. Und wenn dann ein Land wie Griechenland mal sagt, okay, wir wollen jetzt unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, und wie Papandreou dann mutig eine Volksabstimmung ansetzt, was passiert dann? Dann wird er herzitiert, muss wie ein Schulbuch antreten und wird gezwungen, die Volksabstimmung abzusetzen. Das wäre ein Weg gewesen für Griechenland, zu sagen, okay, wenn ihr drinbleiben wollt, dann müssen wir dies und jenes machen, wenn nicht, dann gehen wir raus, aber auf alle Fälle kommt man wieder in ein eigenes, souveränes Handeln. Das ist doch ein Vasallenstaat mittlerweile. Und was war der Hebel? Schäuble hat bei der Ankündigung die letzte oder die gerade laufende Tranche einer Milliardenhilfe, die noch unterwegs war, sofort gestoppt. Das Geld kam nicht an und das Land wäre innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen pleite gewesen. Und das war der Hebel, um den Papandreou wieder umzubiegen. Oder wenn wir nach Portugal schauen, der Manuel Sargsen hat neulich im Bundestag gesagt, durch eine Entscheidung des Deutschen Bundestages hätte die portugiesische Regierung gekippt werden können. Weil sie eben den Termin da nicht eingehalten haben und dann der Haushaltsplanentwurf nicht verabschiedet werden hätte können und damit wäre die Regierung geplatzt. Oder wenn wir auf unser Budget nicht bringen und in Rente und in Griechenland muss die Rente erhöht werden, das stimmt doch hinten und vorne nicht mehr. Man kann jetzt sagen, ja, das ist gerecht, schließlich zahlen wir ja. Aber darum geht es mir gar nicht. Um gerecht und ökonomisch gut oder klug oder verdient oder unverdient. Eins ist es ganz sicher nicht demokratisch. Nächste These. Wichtige Entscheidungen und Gesetzesentwürfe werden nicht mehr von der Politik, und mit Politik meine ich jetzt Parlament, Regierung, Ministerialbürokratie, sondern von externen Experten vorbereitet, die in der Regel nicht dem Gemeinwohl, sondern ihren eigenen Interessen verpflichtet sind. Wer hat denn damals, ich will nur die beiden Beispiele nennen, Sofinder, erster Rettungsschirm, zweiter Rettungsschirm, also ESM. Wer hat damals das Gesetz geschrieben? Dickes, dickes Ding. Wie bitte? Genau. Freshfield, Ruckhaus und Deringer. Das ist kein Anwalt, sondern es ist eine Anwaltsfirma mit ein paar tausend Anwälten, die spezialisiert sind auf Beratung von Staaten und Großbanken. Und der Witz dabei war, die haben nicht nur das Gesetz maßgeblich verfasst, was in 5 Tagen dann verabschiedet wurde und kein Parlamentarier hat es gelesen, oder vielleicht gelesen, aber nicht verstanden und geändert schon vielleicht gar nicht. Und die Sinnfrage, ob es das überhaupt braucht, wurde ja sowieso nicht gestellt. Sie haben das Gesetz geschrieben und sie haben dann sowohl die Antragsteller beraten, nämlich die Banken, wie auch den Sofin-Ausschuss bei der Vergabe. Also Gesetz geschrieben, bei der Antragstellung beraten, bei der Vergabe beraten und bei allen dreien verdient. Und zudem sind Sie bei Barclay-Berater. Genau, nicht nur da. Beim ESM war es so, da war es Freshfield und Hengelach Müller und das wurde auch von dem Staatssekretär Kampeter auch schriftlich bestätigt auf eine kleine Anfrage eines Parlamentariers, nämlich von Peter Gauweiler. Also das gibt es auch schriftlich von der Bundesregierung. Es gab sogar Situationen, wo, und das betrifft jetzt nicht mehr die ganze Finanzwirtschaft, sondern generell die Wirtschaft, wo von Unternehmen Mitarbeiter in Ministerien freigestellt waren und saßen und dort die Gesetzesentwürfe erarbeitet haben, die dann im Sinne der von ihnen vertretenen Industrie waren. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also da gibt es schon einige Fortschritte, dank Organisationen auch wie Lobby Control, die das publik gemacht haben. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar, das kennen Sie alle bestens, ich möchte es nur noch mal pointieren, Entscheidungen werden als alternativlos dargestellt. Wenn Entscheidungen alternativlos sind, dann brauche ich nicht mehr darüber abstimmen. Ganz einfach.
Damit hebele ich jegliche Demokratie auf. Ich muss nicht darüber abstimmen, ob der Ring jetzt auf den Boden fällt, wenn ich ihn fallen lasse oder nicht. Und da wird so getan, als ob das Gesetzmäßigkeiten sind und ob es hier tatsächlich ein richtig oder falsch gäbe oder nur einen Weg gäbe. Es mag ja sogar sein, dass alles, was jetzt im Zuge der Bankenrettung und der Finanzkrise lief, richtig war. Trotzdem war es nicht demokratisch. Ganz abgesehen davon, dass es sicher noch andere Alternativen gäbe. Es ist eine Lüge, dass es keine Alternativen gibt. Es gibt immer, immer, immer Alternativen. Das weiß jeder aufgrund seiner Lebenserfahrung. Es gibt im Leben immer eine Alternative. Und das darzustellen, übt Zwang und Druck aus. Und genau darum geht es. Und verhindert den Diskurs. Die Bankenrettung wurde nie diskutiert. Der vorläufige Rettungsschirm auch nicht. Der ESM, der ja dann ein dauerhafter Rettungsschirm wurde, der wurde dann zwar im Deutschen Bundestag beraten, im letzten Jahr, ein paar Monate. Aber, wenn man genau hinschaut, wurde nicht der ESM beraten, sondern das Zustimmungsgesetz zum ESM. Am ESM-Vertrag selbst konnte ja kein Komma verändert werden. Der Sack war doch längst zu im Frühjahr 2011. Und es konnte nur noch die Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestags in Bezug auf den ESM diskutiert und entschieden werden in Deutschland. Die Konstruktion in sich war alternativlos. Und diese Konstruktion war für uns dann Ausgangslage im letzten Jahr, dass wir eine Linie verlassen haben, wie die wir seit 20 Jahren fahren, nämlich wir sagen, mehr Demokratie kümmert sich nicht um Inhalte. Wir sagen jetzt nicht, wir sind für oder gegen Atomkraft, sondern wir wollen, dass die Menschen darüber abstimmen. Wir sind nicht für oder gegen Mindestlohn, sondern wir wollen, dass es ein politisches Thema ist, das von den Menschen oder vom Parlament entschieden wird. Darum geht es jetzt. Uns geht es um Strukturfragen. In dem Fall war es aber so, dass man sich da nicht mehr darauf zurückziehen konnte, wenn es um 190 Milliarden ging, die in kürzester Zeit entschieden werden sollen, dann noch nicht mal vom Europäischen Parlament, sondern von einer ausgelagerten Fazilität, die demokratisch überhaupt nicht legitimiert ist. Die Menschen, die dort drin sitzen, sind nicht gewählt, sind ernannt, tagen geheim, die Archive sind geheim, es gibt keine Aufsicht, keine Kontrolle, gar nichts. Das ist mit Demokratie nicht mehr zu vereinbaren. Wie bitte? Die neue Form, ja, das ist... Wahrscheinlich. So läuft es nämlich dann. Dann wird nämlich irgendwann Demokratie undefiniert. Das kennen wir ja aus einem bestimmten Roman. Freiheit wird undefiniert, Demokratie wird undefiniert, Werte werden undefiniert. Das ist dann auf einmal demokratisch. Ja, genau, was ist sozial? Demokratur. Und wir haben dann eben gesagt, okay, wir machen jetzt eine Verfassungsgerichtsbeschwerde und ziehen für das Verfassungsgericht. Und unsere Forderung war nicht, wir sind gegen den ESM, sondern wir wollen einen Volksentscheid über ESM und Fiskalvertrag. Und wir haben das angekündigt im April, dass die Hertha Börnbach-Millet das unterstützt hat, war natürlich medial nicht ganz ungeschickt. Und unser Ziel war aber in allererster Linie, die parlamentarische Demokratie zu stärken. Also Bundestag und Europaparlament zu stärken und die Rechte der Bürger zu stärken. Das ist die Zielrichtung, also eine konstruktive Zielrichtung. Die Geschichte kennen Sie vermutlich alle, Sie wissen, wie es gelaufen ist. In einer mündlichen Anhörung gab es eine Diskussion von 10 Uhr Vormittag bis 9 Uhr nachts. Dort hat die Diskussion stattgefunden, die im Bundestag nicht stattgefunden hat. Auch das ist ein demokratisches Problem. Wieso muss ein Verfassungsgericht eine politische Frage entscheiden? Und das Verfassungsgericht hat dann das Gesetz nicht gestoppt. In der Hauptsache steht die Entscheidung ja noch aus. Aber hat zwei wichtige Planken eingezogen. Nämlich die Begrenzung bei 190 Milliarden und die Immunität ist abgeschafft und Transparenz hergestellt bei den ESM-Akteuren. Das gab es auch noch nie in der Geschichte des Verfassungsgerichts, dass vorab solche Planken eingezogen wurde. Aber das viel Wichtigere war, dass der Deutsche Bundestag auch durch die mediale Aufmerksamkeit wissen, dass dieses Verfahren ansteht und wir vor allem angreifen. Man muss ja auch mal belegen, warum kann man denn da überhaupt eine Verfassungsbeschwerde machen.
Die Konstruktion ist, ich muss nachweisen, warum ich in meine demokratischen Rechten beschnitten werde. Und die Idee war, wenn ich den Deutschen Bundestag wähle, muss im Deutschen Bundestag ein substanzielles Gestaltungsrecht vorhanden sein. Wenn der das aber weggibt, habe ich das nicht mehr. Deshalb bin ich in meinen Grundrechten beschnitten. Das ist die Konstruktion. Ja? Und deswegen musste der Bundestag sagen, wir geben diese Kompetenzen eben nicht unwiderruflich ab, sondern wir sichern uns unsere Beteiligungsrechte. Und das hat er auch gemacht. Das ist das beste Beteiligungsgesetz, das es bisher gab in der deutschen Geschichte. Das heißt, bevor aus dem ISM auch nur eine Tranche gezahlt wird, muss es ins Plenum des Deutschen Bundestags, dann gibt es eine ganze Kaskade von Dingen, was kommt jetzt im Haushaltsausschuss, was wird im Plenum behandelt, was wird da und dort behandelt und selbst. Und am Ende muss es nochmal im Plenum entschieden werden. Und das bei jeder einzelnen Maßnahme. Das heißt, der Deutsche Bundestag kann immer sagen, ja oder nein. Er kann. Er hat das Recht dazu. Ob er es dann auch tut, ist eine politische Frage. Und da hat das Verfassungsgericht aus meiner Sicht zu Recht gesagt, das ist nicht unser Bier. Er könnte, wenn er es nicht tut, ist es ein politisches Problem, kein verfassungsrechtliches Problem. Das Gericht hat also den Ball wieder zurück ins Feld der Politik geschlagen. Eine Woche vor diesem Urteil hatte die EZB dann die Karten komplett neu gemischt und mal kurz eben 1 Billion ausgeschüttet, beziehungsweise die Zusage gemacht, 5 Tage vor dem Urteil, sodass diese ganze Thematik etwas entschärft wurde. War sicher kein Zufall, dass es genau 5 Tage vor der Urteilsverkündung war. Jetzt so, wie geht es denn jetzt weiter mit dieser ganzen ESM- und Finanzvertragsgeschichte? Die Euro-Krise ist ja eben immer noch nicht im Griff. Und das möchte ich jetzt nur ganz kurz streifen, denn durch ESM und den ESB-Beschluss ist jetzt erstmal Druck rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Wir haben Zeit genommen. Substanziell hat sich aber nichts geändert. Für die substanziellen Änderungen ist ja eigentlich so die Konstruktion der Fiskalvertrag zuständig. Der Fiskalvertrag soll durch Strukturanpassungen die verschiedenen Wirtschaftsräume auf ein vergleichbares Wettbewerbsniveau bringen. Das ist die Idee. Und was dabei rauskommt, sehen wir in Griechenland und in Italien und wie sehr das mitgetragen wird von den Menschen. Also es braucht im Grunde, wenn man eine Währung hat, einen einigermaßen einheitlichen, optimalen Währungsraum und den gibt es auf 2 Möglichkeiten. Entweder schafft man eine Transferunion, das ist das, was wir bei der Wiedervereinigung hatten. Man macht einfach einen Bundesstaat mit allem drum und dran, mit gemeinsamen Steuern, mit einem gemeinsamen Sozialversicherungssystem, mit gelebter Solidarität. Könnten wir machen in Europa. Ja, es gibt gute Gründe, so etwas zu machen. Nur es muss getragen sein von den Menschen. Oder man findet andere Ausgleichsmechanismen. Und da sind die Spezialisten, was man alles machen kann. Ja? Das ist aber eine Frage der Gestaltung. Wir sind jetzt wieder bei Gestaltungsfragen. Und das wissen auch die europäischen Eliten und deshalb sind die nächsten Planungen, die stehen schon vor der Tür. Ich möchte nur ganz kurz mal skizzieren. Und zwar, das hatten wir schon, was jetzt kommt, was in Planung ist, ist eine Bankenunion. Und da geht es bei der Bankenunion eigentlich nicht nur um die Kontrolle der ganzen Bankinstitute, sondern das Gefährliche oder das Brisante ist, dass es auch um den Einlagensicherungsfonds geht, dass der europäisiert wird. Das ist die spannende Frage. Es geht darum, es gibt Vorschläge, dass ein Währungskommissar Eingriff direkt in nationale Haushalte erlaubt bekommen darf. Und immer schaut es wieder aus der demokratiepolitischen Brille an, nicht aus der wirtschaftlichen oder finanzpolitischen Brille. Es ist eine Fiskalunion, also eine Steuerunion im Gespräch. Jetzt unlängst vorgeschlagen von Price, Cooper und Waterhouse. Waterhouse Cooper, genau. Oder auch, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, eine transatlantische Freihandelszone. Das heißt, eine, so wie die EU auch angefangen hat, eine Zollunion. Kommt auch so ganz harmlos daher, außerdem hat es Obama vorgeschlagen, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Jetzt ist aber aus demokratiepolitischer Hinsicht Folgendes interessant. Zoll oder Zölle sind in der ausschließlichen Kompetenz der EU. Das heißt, da verhandelt dann der
US-amerikanische Präsident und Senat und Kongress und ein EU-Kommissar. Und dann wird diese ganze Ebene noch eins höher gezogen. Und so Themen wie, wer macht dann so Sachen wie Gentechnik oder Lebensmittelkontrollen oder solche Dinge? Das ist dann auf einer Ebene, die ist überhalb der EU. Das heißt, die Legitimationskette wird immer länger und die Verantwortung immer geringer und die Leute, die dort am Ende stehen, haben nichts mehr mit uns Bürgern zu tun und müssen sich vor keinem mehr verantworten. Also es ist ein Riesending, was da auf uns zukommt. Und ökonomisch, ob es ökonomisch sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Das ist nicht das Thema. Abgesehen davon, dass der Außenhandel von Deutschland mit den USA gerade mal 8% beträgt. Also das wird uns jetzt auch nicht rausreißen. Aber mir geht es eben nicht um die wirtschaftlichen, sondern um die demokratiepolitische Dimension. Das wird jetzt gerade im Moment verhandelt und geplant. Jetzt im Moment, obwohl es so ganz ruhig ist und man gar nicht viel mitbekommt, wird eine neue Finanz- und Wirtschaftsverfassung für die Europäische Union geschrieben. Das passiert jetzt. Und die Frage ist, wieso wissen wir eigentlich nichts davon? Oder wieso sind wir da eigentlich nicht beteiligt? Wer macht denn das eigentlich? Das sind die Chefs der drei großen Institutionen. Das ist der Chef vom Rat, von der Eurogruppe und von der EZB. Van Rompuy, Draghi und Barroso, Kommissionschef. Wer ist eigentlich Van Rompuy? Wer kennt den eigentlich? Ja, aber der spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der gestaltet nämlich. Gehen wir nochmal zurück. Nächste These. Die Rechte des Bundestags wurden zwar gestärkt, aber das Parlament hat bestenfalls ein Nein-Sagerrecht, also ein Verweigerungsrecht. Das kann sagen, nein, wir machen nicht mit. Ob es auch die Kraft hat, es zu nutzen, ist fraglich. Was nützt uns ein starkes Parlament, wenn die Mehrheitsfraktion im Parlament sowieso der gleichen Meinung ist wie die Regierung? Was nützt uns ein starkes Parlament, wenn auch die Opposition der gleichen Meinung ist wie die Mehrheitsfraktion? Was nützt uns ein Parlament, ein starkes, wenn die eigentliche Opposition aus der Linken und aus dem Herrn Kauer besteht? Und was nützt uns ein starkes Parlament, wenn im Europaausschuss Fliegengewichte sitzen, die keinerlei politisches Gewicht haben, da wo die Musik ist? Ich habe einen CDU-Abgeordneten, mit der unsere Verfassungsbeschwerde unterstützt hat, also einer war es dann am Ende, 30 waren es am Anfang, die es wollten, einer von der CDU und dann noch einer von der SPD, habe ihn gefragt, sagen Sie mal, wie gibt's denn das? Ich habe mit so vielen Abgeordneten gesprochen, von der CDU, die eigentlich dem Thema gegenüber unglaublich kritisch sind. Und er sagte, aus seiner Einschätzung hatten 80% massive Probleme mit dem ESM. 80% der CDU-Parlamentarier standen dem mindestens kritisch gegenüber. Ich habe da 3 oder 4 Mal nachgefragt, weil ich das gar nicht glauben konnte. Wie gibt's denn das? Und er sagte so ganz einfach, die neu reinkommen, die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht. Schaffen das nicht. Du kennst den Betrieb noch nicht, du bist neu, du hast keine Ahnung. Dann hockst du in der Fraktionssitzung drin, ja. Und dann sollst du da irgendwie ein alternatives ESM-Konzept erzählen, da hockt auch Schäuble drin im Übrigen. Ja? So. Die Neuen schaffen es nicht. Der Mittelbau, ist alles seine Worte, der hat zu wenig Ahnung. Weil du musst richtig gut drin sein im Thema. Und ihr wisst ja alle selber, wie komplex diese Fragen sind. Wenn man sie mal durchdrungen hat, sind sie nicht mehr so komplex. Aber bei der Rentenerhöhung 5 Euro, da redet der ganze Bundestag mit. Ja, wenn es um Finanzpolitik geht, da sitzen noch 20 Leute im Plenum, wenn überhaupt. Und bei Währungspolitik hört es ganz auf. Und dann musst du einem Schäuble gegenüber, der übrigens aus meiner Sicht ein Überzeugungstäter ist, auch Rede und Antwort stehen. Und die Guten, die sind alle in Verantwortung eingebunden. Die tragen es mit. Krass, oder? So schaut es im Deutschen Bundestag aus. Und was nützt uns auch das Recht, Nein zu sagen? Weil wir wissen ganz genau, wer immer nur Nein sagt, der verliert auf die Dauer. Du kannst nicht immer nur Nein sagen. Jetzt auch wieder ein Zitat von einem Mitglied der bayerischen Staatsregierung, also einem Minister aus Bayern. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, weil er wahrscheinlich keine Lust hat, so zitiert zu werden. Und das war jetzt ein Vier-Augen-Gespräch.
der sagte, er erlebt es so, in der EU, da wird ein Vorschlag nach dem anderen rausgehauen. Einer extremer als der andere. 10 extreme Vorschläge und du bekämpfst die alle. Ja? Aber ein halber kommt durch. Ja? Und nach 10 Mal hast du auch 5 oder 4 Vorschläge, die durchgekommen sind. Die erleben sich in einem ständigen Abwehrkampf. Also es ist nicht unsere Politik, die da irgendwie zu böse und zu schlimm ist. Also da so eine Front oder so eine Kluft einzumachen, macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Wir brauchen wieder die Möglichkeit gestalten zu können. Die Regulierung der Finanzmärkte, das wäre mal ein konstruktives Element. Wir brauchen eine neue Weltordnung. Wir brauchen eine klare Vorstellung, wie wir die Europäische Union gestalten wollen. Wie soll sie denn sein? Wir können nicht immer nur sagen, was wir nicht wollen. Wir müssen sagen, was wir wollen. Wir müssen sagen, wo wir hin wollen und wie wir es wollen. Und meines Erachtens haben nur die Bürger die Kraft und die reale Macht, in wesentlichen Fällen heute noch grundlegende Entscheidungen zu treffen. 2 Beispiele dafür. Jetzt im März gab es in der Schweiz eine nicht uninteressante Volksinitiative, die abgestimmt wurde. Ihr habt es alle mitbekommen, die Abzockerinitiative. Die wäre im Schweizer Parlament nie und nimmer durchgegangen. Ihr kennt die Inhalte wahrscheinlich alle. 68% der Bürger haben zugestimmt. Und es ging um diese Millionengehälter. Also, wenn man mal die Top 40 anschaut, der CEOs in der Schweiz, der am meisten verdient, ist, glaube ich, 16 Millionen, ist von Novartis. Der am zweitmeisten verdient, 12 Millionen, ist von Novartis. Das ist der Aufsichtsratspräsident. Das ist ein Nebeneinkommen, ein Nebenverdienst. Das ist die Kohle, oder? 12 Millionen. Bis runter zu 2 Millionen. Und auf Platz 36 oder so, das ist die erste Frau. Also eine Frau von 40 Männern, aber nur so. Eben so ohne Vergünstigungen, ohne Firmenautos, Flugreisen und so weiter. Ja? Und die Spreizung ist, ein normaler Angestellter verdient in der Schweiz 70.000. Also es ist auch ein bisschen anderes Niveau, gell? 70.000. Also es geht um Franken hier. Ja? Durchschnittliche Angestellte in der Schweiz verdienen 70.000 Franken. Das ist eine Spreizung von 1 zu 200. Das ist ungut. Und die Idee war, dass nicht mehr gegenseitig sich die Honorare zugestanden wurden, sondern dass die Eigentümer in der Generalversammlung über die Gesamtsumme der Entschädigungen von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Beirat abstimmen. Und es gibt ein unabhängiges Gremium, einen Vergütungsausschuss, und die bestimmen die Gehälter. Es gibt keine Abgangsentschädigungen mehr, keine Begrüßungsmillionen, keine Prämien bei Firmenkäufe und so weiter. Depotstimmrecht wird abgeschafft. Dadurch haben ja viele institutionelle Anleger so eine Macht, dass die für alle kleinen Depots auch mitbestimmen. Und spätestens da wäre die Politik längstens ausgestiegen. Bei Zuwiderhandlung drohen Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren. Also du gehst in den Knast. Ja? Und Geldstrafen bis zu 6 Jahresvergütungen. Und das ist, wie wir gehört haben, ganz so wenig. Ja? Aber mein Lieblingsbeispiel ist Island. Was in Island passiert ist. Und zwar jetzt nicht, dass sie sich auch eine neue Verfassung gegeben haben und so weiter, das ist ja alles ganz, ganz großartig, sondern ihr habt, ich skizziere es mal ganz kurz, es gab ich mache es jetzt ein bisschen verkürzt, es ist nicht ganz detailliert und deshalb stimmen nicht alle Details, aber so vom Prinzip her stimmt es. Es gab dieses Angebot der iSafe und Lansky und Banken, wie sie alle heißen, dass es Tagesgeld gibt und 7%. Das kennt ihr so beim Internet, du gehst irgendwo rein und dann hast du irgend so einen Button, hier klicken, 10.000 Euro überweisen, 7% bei einer zypriotischen Bank oder bei einer isländischen Bank. Ja? So, jetzt denken Sie sich, 7%, ja, ist ja auch nicht so schlimm, oder? 7%. Aber ich habe es ja so früher ausgerechnet. Wisst ihr, wie lange es dauert, um das Kapital zu verdoppeln bei 7%? 10 Jahre hier. War noch dabei, oder? Nein, okay. Ja, 7% wurde geboten. Dann in der Finanzkrise ging das alles pleite, die Banken waren ja verstaatlicht. Ja, das heißt, die Bürger mussten dafür ja, aufkommen. Jetzt war es so, dass da nicht überwiegend Isländer investiert haben, sondern ganz viele Niederländer und Briten.
Und die niederländische und die britische Regierung hat ihre eigenen Bürger entschädigt. Also hat ihnen das Geld gegeben, das sie verloren haben. Waren sicher nicht die Ärmsten. Wer hat schon 100.000 Euro, um sie in Island zu investieren? Ja, also da kann man ja schon überlegen. Und wenn du 7% kriegst, dann ist das halt einfach schlichtweg ein Risiko. Und wenn es weg ist, ist es weg. Wieso muss man da entschädigt werden? Aber sei es drum. Ja? Hätten sie auch machen können, ist alles nicht das Problem. Aber dann ist die englische und die holländische Regierung nach Island gegangen und hat gesagt, wir müssen uns das Geld wiedergeben, das wir den Bürgern erstattet haben. Und wenn ihr das nicht macht, also Großbritannien, City of London, ne? So. Dann werdet ihr nie wieder Zugang an den Finanzmärkten haben. So, Parlament eingeknickt, Regierung eingeknickt, Parlamentspräsident, so ein alter Isländer, Jaugur, oder so, hat gesagt, nee, wir machen da nicht mit, wir legen dieses Gesetz dem Volk vor. Die Bürger stimmen drüber ab. Es hätte bedeutet, dass jeder Bürger, die Zahl weiß ich jetzt nicht so genau, aber so in etwa, hätte dann, wenn es durchgegangen wäre, auf den Schlag 30.000 oder 40.000 Euro mehr Schulden gehabt. Also richtig krass, oder? Für eine Handlung, die du selber nicht verantwortet hast. So, jetzt, wie ist der Volksentscheid ausgegangen? Dreimal verraten. Kein, wir zahlen nicht. Über 90% haben mit Nein gestimmt. So. Dann ging es weiter. Dann hat die niederländische Regierung, die englische Regierung gesagt, ja, okay, verstehen wir ja, machen wir einen Kompromiss, machen wir die. Komm, lass uns irgendwie und so, wir kriegen das hin. Ja, okay, machen wir. Parlament hat zugestimmt, Regierung hat zugestimmt, Parlamentspräsident hat nicht unterzeichnet. Nochmal eine Volksabstimmung. Was kam raus? Nichts gibt's. Keinen Cent, keinen Euro, gar nichts gibt's. Ja? Und da sehen wir es. Nur das Volk ist unabhängig genug, die Bürger sind klar genug und auch nicht befangen genug, da zu entscheiden. Und ich kenne das auch, wenn ich mit irgendjemand in Verhandlung bin und mache jetzt eine Vereinbarung aus und irgendwas, dann bin ich irgendwann dieser Vereinbarung verpflichtet und fühle mich da dann auch dran gebunden und irgendwie, und man muss ja aufeinander, also das ist so eine ganz eigene Logik. Und ich mache da keinem Politiker auch nur den geringsten Vorwurf. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Die sind nicht böse. Ja, also manchmal ein bisschen korrupt vielleicht, aber egal, aber das sind keine schlechteren Menschen als wir, weil wir sind auch nicht alle Engel und wir sind auch nicht alle gut. Also ich möchte kein Politiker-Bashing machen oder sowas. Ja, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir müssen diese Themen einfach wieder selbst in die Hand nehmen. Wir müssen der Politik beistehen, wir müssen ihnen helfen, wir müssen wieder selber gestalten. Und dazu drei Vorschläge. Wie ist das eigentlich? Oh, wieso läuft die Tube drüben? Nee, wie lange haben wir Zeit? Eine Stunde oder eineinhalb? Ah, dann geht's noch. Dann haben wir noch, vielleicht noch 10 Minuten oder sowas und dann können wir ins Gespräch gehen. Drei Vorschläge möchte ich Ihnen machen. Wir müssen die EU demokratisieren. Wir müssen die Parlamente stärken und wir müssen Volksentscheide einführen. Alles drei möchte ich jetzt kurz erläutern. Wir haben bei der Demokratisierung der EU ein echtes Problem. Weil es gibt kaum eine europäische Öffentlichkeit. Es gibt keine europaweiten Medien. Es gibt eine total unterentwickelte europäische Zivilgesellschaft. Es gibt keine europäischen Parteien. Und ganz banal, und das erlebst du dann, wenn man selber auf europäischer Ebene unterwegs ist, es gibt eine irre Sprachenvielfalt. Und wenn ich wirklich richtig gut Englisch kann, und am besten noch Französisch, der hat schlechte Karten. Und damit, allein dadurch, fallen ganz viele Menschen raus, weil wir haben eben nicht das Europaparlament mit 14 oder 20 Übersetzerkabinen, die von Slowakisch ins Baskische übersetzen. Ja? Also Baskisch gibt es jetzt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Gibt schon, aber nicht im Europaparlament, das ist eine Sprache. Ja. Und warum es noch so schwierig ist, ist, weil die EU noch größer ist. Es ist das schiere Problem der Größe. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Denn all die Themen, die wir auf nationalstaatlicher Ebene, und wir haben jetzt ja ganz viel über Nationalstaaten gesprochen, die wir dann nicht gelöst haben,
die werden wir doch auf europäischer Ebene zweimal nicht lösen. Das geht doch gerade so weiter. Ja, ihr erinnert euch an die Thesen. Es geht genauso weiter, nur es ist dann noch schlimmer, weil es noch weiter oben ist. Weil noch mehr Kompetenzen dann auf EU-Ebene sind. Wisst ihr, wie viele Gesetze im Deutschen Bundestag gemacht werden und wie viele Gesetze aus Brüssel kommen mittlerweile? In 5 Jahren, von 2004 bis 2008, waren es, schätzt mal, wie viele Verordnungen, Gesetze, also bindendes Recht, in 4 Jahren aus Brüssel kamen. 80%. Die Zahl, die absolute Zahl. 20.000. Im Deutschen Bundestag waren es ein paar Tausend. Klar, da sind auch Kleinstverordnungen dabei, aber trotzdem, allein die schiere Masse ist doch unglaublich. Und es wird dann noch mehr und kann auch keiner mehr nachvollziehen. Kontrolle der Macht wird schwieriger. Der Lobbyeinfluss noch größer, weil es noch undurchsichtiger ist, weil es noch weiter weg ist. Exekutive doch dominiert noch mehr und wir haben das Problem, wie immer bei zentralistischen großen Lösungen, du hast eine Lösung für alle. Also heterogene Fisse, tendenziell eine Lösung. Und das führt dazu, dass bestenfalls das Zentrum prosperiert und die Peripherie verkümmert. Dennoch gibt es aus meiner Sicht dazu keine Alternative. Je größer die Einheit, desto schwieriger ist es, sie zu demokratisieren, aber auch desto wichtiger ist es, sie zu demokratisieren. Es ist aus unserer Sicht keine Lösung zurück zu den Nationalstaaten. Zu den 8 so demokratischen Nationalstaaten, wo alles gut war, die nie Kriege geführt haben, die immer gut waren, die immer demokratisch waren und so weiter. Das ist eine Chimäre, die da aufgebaut wird. Das gibt es nicht, das existiert nicht. Wir müssen natürlich als allererstes die Nationalstaaten, unsere Länder, demokratisieren, parlamentarisieren. Und dann müssen wir uns überlegen, wie arbeiten wir zusammen im größeren Stil. Wir brauchen da ein Bild. Wir brauchen ein klares Zukunftsbild, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen, nach welchen Spielregeln wir Zukunft gestalten wollen. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu braucht es aus unserer Sicht einen Bürgerkonvent. Der soll folgendermaßen gestaltet sein. Im Übrigen, es gibt sowas. Es gibt einen, es ist jetzt nichts ausgedacht, es ist in Artikel 48 des EUV-Vertrags, 48.6 steht drin, dass bei grundlegenden Änderungen, jetzt kann man sich ja fragen, war der ESM nicht eine grundlegende Änderung? Klammer zu. Muss ein Konvent gemacht werden. Der wurde nicht gemacht. Vertragsbruch. Das Blöde ist, man kann auf europäischer Ebene dann, bei der EZB nicht klagen, als einzelner Bürger. Sonst hätten wir es schon gemacht. Keine der Aussicht auf Erfolg. Sonst hätten wir allein dagegen schon geklagt, weil das schon ein Verfassungsbruch ist. Und ich meine, da steht ein Konvent drin. Das kann auch dann so laufen, dass es ein Wochenendskonvent ist. Das hat Schäuble immer ins Gespräch gebracht. Ja? Nach der Bundestagswahl natürlich, also jetzt im Herbst, gibt es im Herbst nochmal ein Konvent über das Wochenende und dann entscheiden wir. Das geht natürlich nicht. Das ist nicht der Konvent, wie wir uns vorstellen, sondern ein Konvent, da müssen Leute drin sitzen, die direkt gewählt sind. Der muss nach demokratischen Regeln im Plenum entscheiden. Jetzt fragt man sich, ja, das muss man doch wohl nicht festlegen. Doch, das muss man festlegen. Es gab nämlich schon Konvente für die Verfassung Europas und den Grundrechtekonvent. Und wir waren da drin und haben uns die Sitzungen angeschaut. Und wisst ihr, wie das dann ausschaut? Da wird ein Konsens entschieden. Konsens heißt, das war Giscard, sitzt da, also es gibt eine Diskussion und Pro und Contra und irgendwas, und dann am Ende stellt Giscard den Konsens fest. Er stellt ihn fest. Und dann denkst du, Moment, aber das war doch, die haben doch ganz anders erzählt. Nein, er stellt ihn fest. Irgendwelche Widersprüche, meldet sich drei Leute, dann schaut er irgendwie weg, stellt ein Hörgerät aus, er sieht nichts. Das war's. Das hört sich jetzt lustig an, ich habe das selber gesehen. Letztlich hat bei diesen Konventen hat nur das Präsidium entschieden. Und da saßen die Regierungsvertreter drin. Da saß dann Villepin drin, französischer Außenminister, und Joschka Fischer. Und die haben es dann unter sich ausgemacht. Wir hatten in diesem Konvent, der hatte 105 Mitglieder und 105 Stellvertreter. Von allen Konventsmitgliedern, nicht von allen, von 190 Konventsmitgliedern eine Unterschrift für die Einführung von Volksentscheiden in die Europäische Verfassung und von Volksentscheiden über die Europäische Verfassung. Von 190 von 210 Konventsmitgliedern.
haben wir damals im Zuge mit Democracy International gemacht, also eine europaweite Bewegung. Wir waren bei jeder Konventsitzung dabei. Wenn jemand rausgegangen ist aufs Klo, haben wir uns neben ihn gestellt und haben ihn belabert. Ja? Richtig Hardcore-Pressure-Lobbyarbeit. Ja? Also Lobby ist nicht immer nur schlecht. Wir haben auch ganz klar gesagt, das ist unser Ziel, das wollen wir. Haben uns öffentlich aufgestellt, haben am Platz de Luxemburg unser Grundgesetz aufgebaut, waren ständig da, waren immer präsent. Hat nichts genutzt. Es hat schon was genutzt. Als dann der Vertrag von Lissabon verabschiedet wurde, hat dann irgendjemand mal angerufen, bei Michi damals im Berliner Büro, und sagt, also diese Europäische Bürgerinitiative, wie formulieren wir das jetzt am besten? So ist auch die Europäische Bürgerinitiative reingekommen. Erwin Teufel war da wichtig in Deutschland und in den Franzosen, weiß ich jetzt nicht mehr, das war ein Konservativer, der sich dafür eingesetzt hat und, ach, das ist schon so lange her, also es waren so ein paar Leute, die da einfach wirklich wichtig waren. Das heißt, darüber ist die Europäische Bürgerinitiative in die Verträge gekommen. Die Europäische Bürgerinitiative erkennt sicher die Wasserinitiative, die jetzt gelaufen ist. Ja, das ist die Grundlage dafür gewesen. Und was wir auch noch erreicht haben, dass in Niederlande es eine Abstimmung gab über die Verfassung. Das war das zweite Ergebnis. Also, kommen wir wieder zurück. Man muss nach demokratischen Regeln im Plenum in so einem Konvent entscheiden. Und die Bürger sollen auch Vorschläge machen können. Das heißt, wenn du 100 Unterschriften sammelst, muss der Konvent das hören. Er muss es nicht berücksichtigen, muss es hören. 100.000. Ja. Er muss Ergebnis offen tagen und Abstimmungsalternativen erarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mit Abstimmungsalternativen meine ich sowas wie, es gibt also grundsätzlich verschiedene Richtungen. Eine wäre in Richtung von mehr europäischer Integration. Wollen wir einen Bundesstaat? Man muss einfach auch konsequent sagen, wofür man will. Wenn es einer will, soll er es sagen. Das ist völlig in Ordnung, das ist legitim, das darf man denken. Oder wir wollen es so behalten wie jetzt, oder wir wollen weniger Integration haben. Oder wir wollen verschiedene Integrationsstufen haben. Jedes Land sucht sich aus, wo mache ich denn mit und wo nicht. Und wenn man genau hinschaut, ist das längst das Europa, in dem wir leben? Der Euro, den gibt es nicht in der ganzen EU. Es gibt die Euro-Staaten. Die Engländer machen bei der Sozialarbeit nicht mit. Es gibt den Schengen. Es gibt unterschiedliche Politikfelder, wo unterschiedliche Staaten mitmachen. Und das könnte man doch einfach kultivieren, dass man sagt, wir arbeiten in den Bereichen zusammen, wo wollen wir, mit anderen nicht. Das wäre doch ein tolles. Können die Menschen dafür, meine ich, das dauert, und das muss ausbauen. Das dauert so lange, damals ist das nicht der Zustand. Man kann nicht nur sagen, muss auch sehen, weil noch diskutieren, noch anders sehen, das ist auf alle Fälle unser Vorschlag. In diesen, und jetzt mal schneller, müsste aus unserer Richtung, wir brauchen eine Volksentscheidung, wir müssen eine Kompetenz, machen wir eine Führung, wo ist es, unterblicken, tief aus unserer Sequenz wieder auf der Das Europament braucht wirklich mal Gesetze, das hat nämlich bis heute nicht. Das Europäische Parlament kann keine Gesetze initiieren. Das kann nur die Kommission und hat auch die Recht. Aus unserer Sicht braucht die Parlamente, damit nicht ständig die Exekutiven und eigentlich momentan nationalen Regierungen die Großen das Sagen schauen. Und natürlich, die Patrosse sind in der Motiven, die da um sie rumschwirren hatten. Die Exekutiven in eine Kanzlerkammer müssen alle Parlamente rein. Also wenn man denselben Fehler machen wie beim Bundesrat, dann wieder die Landtage. Das wäre jetzt eine Stellung. Das ist nicht der Weisheit der Schluss. Müssen wir überlegen, in die Richtung gehen. Wir müssen vor Parlament und Bundestag stehen, aber wir müssen vor allem nichts machen. Es ist der wichtigste nächste, nicht der letzte, der wichtigste nächste Schritt. Wir müssen in die Lage, dass wir Bürger entscheiden. Es gibt drei Möglichkeiten. Man kann die Demokratie unglaublich schlecht machen. Direkte Demokratie ist nicht per se gut. Wir waren jetzt auch mal in Kalifornien und haben uns da so ein paar Dinge auch angeschaut. Da gibt es teilweise Situationen, die möchte ich in Deutschland auf keinen Fall haben. Ja, es kommt nicht nur aufs Ob, es kommt auch aufs Wie an. Und das, was man sich merken kann, ist, alle direkte Demokratie, die von oben kommt, die von oben initiiert wird, also Referenden, die entschieden werden, weil der Regierungschef das gut findet oder weil eine Parlamentsmehrheit entscheiden kann, was dies macht, sind schlecht. Die können manipuliert werden durch die Fragestellung, durch den Zeitpunkt, ist es politisch opportun, passt uns das rein, wie auch immer. Bitte streichen. Direkte Demokratie von oben ist gleich schlecht. Merksatz. Ja? Direkte Demokratie von unten ist gut. Genau. Und zwar braucht es da drei Momente. Das eine ist, das was uns am wichtigsten ist, was das Gestalterische ist, du sammelst unten, du überlegst dir was, du hast eine Idee. Ein Einzelner genügt, um eine Idee zu haben. Ein Einzelner.
Du musst halt nur Menschen bewegen können für diese Idee, du musst Unterschriften sammeln, das ist die Volksinitiative. Wie es genau geht, führe ich jetzt nicht aus, kann man, ist ein eigener Vortrag. Du kommst auf alle Fälle dahin, dass die Mehrheit der Menschen entscheidet. Das ist Volksinitiative von unten. Dann braucht es als zweite Möglichkeit, eine unterschätzte Möglichkeit, das Recht, dass wenn der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, müssen die Menschen sagen können, nein, wir wollen das Gesetz nicht. Wir sammeln jetzt 500.000 Unterschriften und dann gibt es einen Volksentscheid darüber. Bremse. Das eine ist Gaspedal, gute neue Idee, das andere ist Bremse. Und die Bremse muss gar nicht oft getreten werden, sie muss nur existieren. Die Schweizer sagen dazu, wenn ein Kutscher eine gute Bremse hat, dann spannt er sich auf feurige Pferde ein. Und wenn du keine Bremse hast, dann tust du lieber ein paar laue Ackergäule da rein, ja, damit nichts passiert. Und es braucht obligatorische Referenden. Das heißt, genau festgelegte Zeitpunkte, wo ein Volksentscheid zwingend geschehen muss. So etwas gibt es zum Beispiel in Irland. Also wenn zum Beispiel Souveränitätsabgaben, wie ESM oder andere Dinge, an eine übergeordnete transnationale Ebene abgegeben werden. Und das ist ja unwiderruflich. Das kommt ja nie wieder zurück. Es ist einmal weg und das war's. Und darüber kannst du nie wieder entscheiden. Und deshalb musst du einmal als Volk diese Grundsatzentscheidung treffen, ob das abgegeben wird oder nicht. Obligatorisch. Verpflichtend. Plus, unser zweiter Vorschlag, bei Grundgesetzänderungen. Das gibt es in Bayern. Wir leben ganz gut damit. Und es dämmt die Anzahl der Grundgesetzänderungen erheblich ein. Es gab vielleicht 12 und das deutsche Grundgesetz wurde, ich glaube, 40 oder 50 Mal geändert. Also diese drei Dinge. Obligatorische Referenden, fakultative Referenten, das sind Referenten gegen, gegen Parlamentsgesetze und Volksgesetze, Volksentscheide von unten. Zurück zur Eingangsfrage. Der Preis der Freiheit ist ständige Wachsamkeit. Wir können es uns nicht leisten, einzuschlafen. Wir müssen uns darum kümmern. Es ist total klar, irgendjemand gestaltet immer. Und wenn es nicht wir tun, dann macht es jemand anderer. Und deshalb, normalerweise ist es der Ende meines Vortrags. In diesem Jahr, endlich aber hier nicht. Denn wir haben in diesem Jahr was vor. Wir wollen dazukommen, wir wollen dahin kommen, dass der nächste gewählte Bundestag Volksentscheide verpflichtend einführt. Dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Eine Zweidrittelmehrheit. Es gab im Jahr 2003, also wir sind schon länger an dem Thema dran, im Jahr 2004 war es, schon mal eine Abstimmung initiiert von Rot-Grün im Deutschen Bundestag und da gab es eine 63-prozentige Mehrheit. Ja? Es fehlt also nicht mehr so viel. Beim Rechnerisch tatsächlich fehlt verdammt viel, weil es einen Fraktionszwang gibt. Ja? Momentan ist es die CDU, die verhindert. Was heißt momentan? Die macht es schon ein bisschen länger, aber momentan ist es nur noch die CDU, alle anderen Parteien sind dafür und auch da bröckelt es. Und in der CSU gibt es auch schon eine gewisse Offenheit. Und deshalb müssen wir jetzt vor der Wahl aktiv werden und alle Kandidaten und Abgeordneten vor der Wahl ansprechen und sagen, hör mal zu, sagst du zu, bist du für die Änderung von Volksentscheid? Dann wird es im Wahlkampf sehen, dass er dafür oder dagegen, das wird ihm bestätigt und es wird dann festgelegt. Und wenn er sich nicht einfach verabschiedet, geht es weiter. Das heißt, alle 230 suchen dort, suchen die Missionen mal Set. Jetzt auf www.abgeordneten, da wird da hinten noch Listen tragen kann, ist mal los, wie im nächsten dann passiert. Und wenn wir dann eins Volksentscheide haben, dann freue ich mich. Dann geht es nämlich. Dann können wir Bescheid. Wir hier pflegen, was man entscheidet. Und vielleicht muss mich wirklich erhellen, war einer unserer Freunde aus der Schweiz, die haben eine Volksinitiative gestartet zur Abschaffung der Armee in der Schweiz. Da haben wir uns gedacht, sag mal, das ist ja ehrenwert, aber spinnst du oder was? Das schaffst du doch nie. Ja? Dann hat er gesagt, ja, ja klar, aber ihr habt es einfach immer noch nicht verstanden. Es geht doch nicht ums Gewinnen. Es geht ums Gespräch. Wir bringen das Thema auf die politische Agenda. Am Anfang waren es 6%, die für die Abschaffung der EMI waren. Bei der Abstimmung waren es über 30%. Und das Ergebnis wurde der Zivildienst eingeführt. Themen, auch Themen wie hier, Folge wird doch nicht von heute auf morgen in der Volksinitiative und in ein Ding eingeführt. Das ist doch klar. Da braucht es einen breiten Diskurs. Volksentscheide sind riesige Bildungsveranstaltungen.
Da wird schon Josef Huber bei der Folgeinitiative 5000 Veranstaltungen machen. Vermutlich. Oder nicht nur, oder vielleicht mindestens ein paar Referenten, das ist gescheiter. Und die ersten Volksinitiativen, die wir starten, werden sicher sein. Regulierung der Finanzmärkte und Einführung von Vollgeld. Oder anderen guten Ideen in anderen Bereichen. Also lasst uns angehen. Das war's. Jetzt haben wir noch auf jeden Fall 20 Minuten Zeit für Fragen. Die erste. Ein Kritikpunkt bei so einer direkten Demokratie, also solchen Bürgerinitiativen, ist ja immer, dass da eigentlich nicht genug Kompetenz da ist, dass die Personen, dass die Basis praktisch intensiv damit auseinandergesetzt hat mit den Themen, über die dann entschieden wird. Was ist denn da Ihr Gegenargument? Das Gegenargument ist, dass die meisten Parlamentarier auch nicht kompetent sind. Wobei das nicht ganz stimmt, weil natürlich die Parlamentarier im Haushaltsausschuss sehr wohl kompetent sind. Also das kann man gar nicht mehr sagen, dass sie keine Ahnung haben, das stimmt nicht. Ja? Das Parlament ist arbeitsteilig. Und die Kollegen im Sozialausschuss, wenn es um ESM-Fragen geht, schauen rüber zu den Kollegen im Haushaltsausschuss und sagen, seid ihr dafür oder dagegen? Und daran orientieren sie sich. Das können die Bürger auch. Punkt 1. Punkt 2 ist, du hast die Möglichkeit, dich zu informieren. Das heißt, du kannst kompetent werden. Und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch mündig ist und in der Lage ist, grundsätzlich vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das ist ein sehr positives Menschenbild. Aber die Menschen soll man so behandeln, wie sie sein sollen und nicht wie sie sind. Oder wie man selber behandelt werden möchte. Noch besser. Genau, noch besser wie die werden. Und so ein Prozess soll 1 bis 2 Jahre dauern. Wir wollen keine Instant, keine Fast-Food-Entscheidungen, ja? Sondern 1,5 bis 2 Jahre mit fundierter, intensiver Diskussion, mit einem Abstimmungsheft. Da hast du dann Talkshows, da hast du, natürlich wird auch die Bild-Zeitung darüber berichten, ja? Klar, mit Pro-Contra. Aber das macht nichts. Ja? Ist auch wichtig so, dass gerade die Bild-Zeitung darüber berichtet. Und da gibt es viele Möglichkeiten, um Menschen auch kompetent zu machen. Wir haben ein Bundeswahlgesetz mit einer Erststimme und mit einer Zweitstimme. Und wir haben bei der letzten Bundestagswahl 2009 in über 160 Wahlkreisen Direktkandidaten gehabt, die nicht einer Partei angehören. Dass die Erststimme und die Zweitstimme immer gleichzeitig für die gleiche Partei abgegeben wird, wird natürlich von den Parteien favorisiert, aber man sollte doch versuchen, die Erststimmen wirklich von unabhängigen Leuten zu besetzen. Und dann haben wir die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag, die unabhängig sind. Und die andere Hälfte, die sind dann eben Parteisoldaten, die Regierung machen, werden wirklich eine Opposition im Bundestag. Wie wäre das durchzusetzen? Ja, wenn das ginge, wäre natürlich schön. Aber ich meine, die unabhängigen Kandidaten gibt es jetzt seit 10 Jahren und die haben vielleicht dann bei Wahlen immer so 0,05%. 0,7, okay, dann doch. Okay, also ich meine, real, das ist jetzt real, so wenn man hinschaut, zu wenig Kraft. Und wenn dann vielleicht mal, wir haben uns auch mal überlegt, wir haben uns lange mit dem Thema beschäftigt, sollen wir das machen, sollen wir mal in einem Wahlkreis alles auf eine Karte setzen, jemanden finden, der dort kandidiert, der unabhängig ist, der bekannt ist, den wir promoten, wo wir richtig mit Geld und so weiter das machen. Und dann haben wir uns überlegt, ja mein Gott, wenn wir das machen, dann schaffen wir es vielleicht. Der muss ja eine Mehrheit haben. Es nutzt ja nichts, dass er 10% hat oder sowas, sondern er muss ja dann den Wahlkreis gewinnen. Ja? Also irre schwer. Und wenn er dann gewonnen hat, dann sitzt er im Bundestag. Einer gegen 600. Der hat ja nicht mal eine Fraktion, der hat keine Rechte, der hat gar nichts. Ihr wisst, wie es den 3 linken Abgeordneten da gegangen ist. Die sind wie Muppets da rumgesessen. Die haben alle. Das war doch schrecklich. Dann hast du 2 Mitarbeiter. Und dann? Also ganz, ganz praktisch, von der Idee her, von der Grundidee her gut, aber ich spreche jetzt so aus einer Kampagnensicht, ganz, ganz schwierig. Was wir wollen ist, und was ganz wichtig ist, weil es jetzt nicht um unabhängige Kandidaten geht, sondern es gibt ja auch eine ganze Vielzahl von guten kleinen Parteien, die haben aber keine Chance, wegen der 5%-Hürde.
Und deshalb sagen wir, übrigens auf Europaebene wurde die 5%-Hürde abgeschafft. Bei der nächsten Europawahl 2014 gibt es keine 5%-Hürde mehr. Ja? Spannend. Und auch, wie bitte? Wie viele Stimmen braucht man dann? Wie viele Stimmen? Ja, 99 Abgeordnete, das heißt bei 60 Millionen Stimmberechtigten. Wie viel? Braucht man 6. Wir aus, ich bin mal weiter. 3 Millionen ungefähr. Ja. Aber es geht auf alle Fälle, ja, also auch für kleine Parteien. Und was wir favorisieren ist, wir sagen, es braucht mindestens, also 5% ist zu hoch, kann man senken, ganz abschaffen würde es in Deutschland nicht, sondern es braucht die Alternativstimme. Das heißt, du wählst die Partei, die du möchtest, die Partei deiner Wahl, und wenn die nicht reinkommt, hast du noch eine alternative Stimme. Also Beispiel, ich wähle die ÖDP, alternativ die Grünen. Ja, ÖDP ist vielleicht nicht so bekannt. Vielleicht nehmen wir eine andere Partei, die unter der 5%-Hürde ist, die FDP und das Kleinschmalz. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Das ist auch ein Anreiz, gibt kleine Parteien zu. 150.000 Stimmen hatten die Parteien, die bei der letzten Europawahl reingekommen wären, wenn es die 5%-Hürde nicht gegeben hätte. Das 150.000, 3 Millionen, das war Quatsch gerade eben. Ja. Also man muss das Wahlrecht auch ändern, es braucht auch Mehrmandatswahlkreise und so weiter. Also am Wahlrecht muss man ganz sicher auch was ändern. Aber beendet das Wahlrecht. Die drin sind, tun es nicht, weil die an den Trögen der Macht sitzen und Demokratie heißt Macht auf Zeit, heißt Macht abgeben. Und ich persönlich glaube, dass wesentliche strukturelle Veränderungen, und da spreche ich jetzt nur nicht für mich, sondern das ist eigentlich jetzt in der Demokratiebewegung Common Sense, wesentliche strukturelle Veränderungen werden nicht aus dem System selber entstehen. Das ist nicht mehr reformfähig. Die Impulse müssen von uns außen kommen. Und das tun sie auch, nur nicht von den richtigen Leuten. Ja? Also von Spezialinteressen, sondern es müssen die Bürger sein, die diese Dinge gestalten. Wahlrecht muss von Bürgern entschieden werden. Nächste Frage. Ich weiß, dass es Bestrebungen gibt in Europa, also ein Bürgerkonvent für eine neue europäische Verfassung einzuberufen. Und zwar gibt es in Frankreich solche Bestrebungen, in Österreich und ein bisschen auch in Deutschland, es ist in Berlin. Ich weiß, dass sie zusammenarbeiten mit Mehr Demokratie, weil diese neue Verfassung, ein Konvent für eine neue Verfassung sowieso geplant wird von Schreiber und Co. Und ich möchte ein bisschen mehr darüber wissen. Ja, ist eine gute Idee. Macht in Berlin, macht es vor allem ATTAC. Ja. Und da geht es ihm genau darum, Vorstellungen zu entwickeln. Was allerdings schwierig ist, ihr kennt das auch alle, wenn man gegen irgendwas ist, hast du sofort die Bude voll. Ja? Das wollen wir nicht. Ja? So, und jetzt nehmt mal so die Geldszene her, wie einheitlich die ein alternatives Geldsystem. Ja? Und ich tue ein bisschen persiflieren jetzt, ja. Da ist ja auch viel Zusammenarbeit da und so weiter, aber das ist verdammt schwer. Und da geht es um eine europäische Verfassung. Ja? Also da geht es um die Grundspielregeln unseres Zusammenlebens. Und man muss es unterstützen und wir tun es auch. Und wir haben jetzt natürlich wir können jetzt wenig Aussagen zur Sozialpolitik machen, weil das einfach nicht unsere Kernkompetenz ist, sondern wir sind bei den Fragen dabei. Staatsaufbau, Verhältnis Bürger-Staat, welche Organe, wo sind die Kompetenzen, wie ist das Wahlrecht, Transparenz, Informationsfreiheit, Föderalismus, dezentraler Aufbau, das sind Dinge, die wir da beitragen können. Da gibt es eben andere Organisationen, die ihre Themen mit beitragen. Ja, ich habe noch eine Frage. Sie sagten eingangs, sprachen Sie von den Gestaltungsspielräumen der demokratisch legitimierten Politik. Da möchte ich mal ein Fragezeichen dran stellen, wenn ich jetzt mal einfach nur mal die letzte Bundestagswahl sehe. Die Partei, die jetzt die Kanzlerin stellt, hat dort meines Wissens irgendwie 11 Millionen Stimmen bekommen. Bei 82 Millionen Einwohnern, dann komme ich da so auf knapp, 14-15%. Das ist dann in unserer derzeitigen Demokratie die absolute Mehrheit. Wie ist das zu sehen aus Ihrer Sicht? Ja, die Zahlen sprechen ja für sich. Sehr spannend, wenn man nicht die Prozentsätze anschaut, ja, sondern die absoluten Zahlen,
Die Christen sind tatsächlich, ja, die besinnen mit 42%, hört sich eigentlich ganz gut an, oder 41. Auf der anderen Seite ist zu sagen, wie änderst du das? Denn es war die freie Entscheidung eines jeden Wahlberechtigten, zur Wahl zu gehen. Wenn du nicht zur Wahl gehst, ist es deine eigene Entscheidung. Und ich kann jeden verstehen, der keine Lust mehr hat zu wählen. Wird jetzt auch immer schwieriger, weil ich immer weniger weiß, wen ich wählen soll. Ja? Das ist ja mit ein Teil des Frustes, dass die meisten Menschen zwar Demokratie an sich für das beste Regierungssystem halten, aber mit der derzeit gelebten Demokratie total unzufrieden sind. Und auch da würde ich sagen, naja klar, kann man eine Merkel wählen, wenn du dann die Möglichkeit hast, wenn du in einer Sache eine andere Meinung hast, dann machst du eine Volksinitiative oder machst du ein Referendum. Dann gleicht sich das wieder aus. Es braucht einfach Checks and Balances. Die ganze Euro-Krise war noch nie in keinem Wahlkampf. Also das ist ja auch total verrückt, ja? Du wählst irgendjemand und du hast doch keine Ahnung, was die nächsten Jahre passieren wird und wie sich der dann verhält. Ich meine, in Deutschland wäre es wirklich wurscht gewesen, wenn wir gewählt hätten. Ja? es gibt ja bei dem Thema jetzt eine Allparteienkoalition. Aber von der Theorie her zumindest hätte man ja auch jemand anders wählen können. Deshalb braucht es Rückkopplungen. Aber, was auch ganz wichtig ist, die repräsentative oder sagen wir so, die parlamentarische Demokratie ist eine Errungenschaft, die man nicht zu gering achten darf. Ja, das heißt, die Abgeordneten müssen eigentlich gestärkt werden, die einzelnen Abgeordneten. Die sind am nächsten am Bürger dran. Das sind eigentlich unsere besten Freunde. Das sind unsere Vertreter. Die vertreten uns, wir haben die beauftragt. Wie du einen Anwalt beauftragst. Weil du auch nicht, ich habe auch keine Lust, mich jedes Wochenende mit irgendwelchem Zeug zu beschäftigen und abzustimmen und alle zwei Wochen abzustimmen. Das will ich gar nicht. Wir leben in einer arbeitsteiligen Welt und das ist gut so. Und die sollen 99% aller Entscheidungen treffen. Wenn aber wir sagen, hey Moment, das geht so nicht, dann sagen wir, hey halt, stopp, diese Entscheidung ziehen wir jetzt an uns. Da wollen wir eine Diskussion drüber haben. Da reden wir jetzt mal drüber. Wir sind der Souverän. Lieber Anwalt, ich ziehe mein Mandat zurück. Jetzt entscheide ich selber. Das ist wichtig genug, dass wir selber entscheiden. Und allein die Möglichkeit, allein das Recht, dieses zu tun, wird die gesamte Politik verändern. Überlegt euch das mal. Die Parteien dann agieren. Wenn die jederzeit wissen, Moment, so geht es nicht. Du musst nur eine Initiative ankündigen, wie die Abzocker-Initiative jetzt oder andere Dinge jetzt in Schleswig-Holstein. Wir haben in Schleswig-Holstein jetzt Bürgerentscheide reformiert, indem wir 25.000 Unterschriften gesammelt haben, zusammen mit dem Omnibus. Ja? Mehr nicht. Sind ins Parlament gegangen und gesagt, schaut mal her, das ist unser Vorschlag. Dann haben die gesagt, oh Scheiße. Wir wollen Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene verbessern. Ja, dass man auch über Bauern abstimmen darf, über finanzwirksame Dinge, dass die Quoten niedriger sind und so. Also mehr Rechte für die Bürger. Das hat genügt. Wir hätten dann noch 110.000 Unterschriften in 6 Monaten sammeln können. Das haben sie uns geglaubt, dass wir das locker machen. Ja, weil wir das eben, wir haben ja schon mal 2, 3 Unterschriften gesammelt. Ja. Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt und haben ein richtig gutes Gesetz gemacht. Das wurde jetzt verabschiedet, vor einem Monat. Die Gemeindeordnung wurde da verändert. Gemeindeordnung, Artikel 16g. Hat jetzt nicht einen Namen, oder? Das ist die Gemeindeordnung. Bei uns in Bayern läuft es leider im Moment schief mit den Studiengebühren abschaffen. Den Antrag zum Volksentscheid haben wir hoch gewonnen. Und die FDP ist als Koalitionspartner umgefallen und macht jetzt mit der CSU zusammen ein neues Gesetz, sodass wir gar nicht als Volk mehr abstimmen dürfen. Wir sind nicht beteiligt, wie dieses Gesetz von tatsächlich ausfallen wird. Ja. Genau, also in Bayern gibt es zumindest die Möglichkeit. Ja. Ohne das Volksbegehren hätte es überhaupt nichts gegeben, gäbe es nur noch Studiengebühren. Und da muss man halt dann auch schauen, wie man es im Detail regelt. Unser Vorschlag ist, ab der Stufe, dass selbstverständlich die Regierung einen Alternativvorschlag, also entweder übernehmen sie das Gesetz nach Buchstabengetreu, dann braucht es auch keinen Volksentscheid, weil dann haben sie es übernommen. Ja? Wenn sie es verändern wollen, dann muss es einen Volksentscheid geben.
Dann gibt es den Vorschlag der Initiative und den Vorschlag des Parlaments. Und dann können die Bürger entscheiden, wollen wir das oder das. Und das gibt es in Bayern halt nicht. Auch da gibt es noch Verbesserungsbedarf, sage ich jetzt mit einem gewissen Bedauern, weil man ja möglicherweise hört, dass ich landsmannschaftlich da gewisse Sympathien habe. Also ich bin Münchner, ja. Und Bayern. Und FC Bayern-Fan. Jetzt habe ich mir ein paar Sympathien verscherzt, aber. Nee. Also in Bayern ist die direkte Demokratie ganz gut geregelt, und zwar liegt es daran, weil der erste Ministerpräsident, der Högner, im Exil im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz war und dort festgestellt hat, da gibt es ja die direkte Demokratie schon seit 150 Jahren, oder eigentlich seit länger, aber so richtig seit 150 Jahren, und hat dann von den Amerikanern einen Auftrag bekommen, hat 1946, also ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, das ist schon Wahnsinn, ja? Wie? Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Hat er relativ weitgehende Bürgerrechte in die Bayerische Verfassung geschrieben. Aber ich möchte vielleicht noch was dazu sagen, weil so einfach ist das ja nicht, weil wir den Volksbegehren, aber oder ist das zu speziell? Nein, die Hürde ist schon hoch, 10% in zwei Wochen, das sind 900.000 in zwei Wochen, die aufs Amt gehen müssen, das ist schon eine saftige Hürde. Also, 1 Million in zwei Wochen müssen aufs Amt gehen. Die Hürde ist halt, dann gibt es halt nur alle heiligen Zeiten mal einen Volksentscheid. Es geht immerhin, ja. Aber es geht halt nur bei Themen, wo dann wirklich die Leute so abgenervt sind und es können auch nur wirklich große Organisationen sowas zu machen, das ist einfach restriktiv. Ja, wir müssen die Hürden runterfahren. Die dürfen, das ist halt so der, wie immer der goldene Mittelweg. Wenn sie zu niedrig sind, gibt es Inflation. Wenn sie zu hoch sind, ist es ein Papiertiger. Und das muss sich auch ein bisschen einspielen. In Bayern sind die Hürden auf alle Fälle zu hoch. Oder sagen wir so, in fast allen Bundesländer. Wobei in den neuen sind die Hürden, in neuen Bundesländern sind die Hürden niedriger. In Schleswig-Holstein sind es zum Beispiel 5% in 6 Monaten. Hm? Geht schon. Auch die absolute Summe ist entscheidend. Ja? Ansonsten noch Fragen? So. Wenn nicht, dann Dankeschön, Roman Hummer. So war noch eine. Okay. Ich kann es jetzt gar nicht genau anknüpfen. Die Stelle, ich schaue einfach mal so die Frage raus, ob das Familienwahlrecht doch eine geeignete Variante wäre, um die Demokratie in unserer Gesellschaft einer größeren Akzeptanz zuzuführen. Also jetzt ganz zum Schluss eine Frage, die bei uns etwas kontrovers diskutiert wird. Familienwahlrecht heißt ja, dass die Eltern Stimmrecht für ihre Kinder haben. Also ich habe jetzt 3 Kinder und dann habe ich, also habe ich nicht, aber theoretisch 3 Kinder und dann hätte ich 4 Stimmen. Und dann ist aber die Frage, wie? 2,5. Ja, genau. Ich habe dann vielleicht noch einen Partner. Also nicht ihre eigene und anderthalb. Genau. Ich habe dann auch noch einen Partner, der hat dann die anderen 1,5. Also da kommt jetzt ein Spezialist. Und die Frage ist aber, ist das wirklich sinnvoll oder, und das ist die andere Position und ich möchte jetzt, weil das ist wirklich eine eigene Diskussion, sagt, jeder Mensch hat ab Geburt ein Stimmrecht. Und das kann überhaupt von gar niemand anders ausgeübt werden. Ja, und die Frage ist nur, ab wann kannst du dieses Stimmrecht ausüben? Und zwischen diesen beiden Polen gibt es da bei uns auch eine rege Diskussion. Keine einheitliche Meinung mehr. Die Meinung ist, mehr Demokratie setzt sich nicht für das Familienstimmrecht ein, sondern für eine stramme Absenkung des Wahlalters. Das ist die Position. Ja, also dieser Felix hat ja sehr gesprochen. Und der dieses, wie heißt das da, Planet of Planet. Ja, das so. Und der ist ja 15 und hat sich darüber beschwert, dass er nicht wählen kann und hat gesagt, es muss die Möglichkeit geben, dass man sich in die Wahllisten eintragen kann. Und kann sagen, jetzt will ich mitstimmen, ob ich 14 bin oder 15. Das wäre jetzt nochmal eine andere Variante. Ja. Aber das wäre zum Beispiel auch so ein Vorschlag, der auch die Freiheit des Einzelnen dann wahrt. Das heißt, du musst es von dir aus wollen. Du musst sagen, ich möchte abstimmen. Und wer diesen Akt nicht tut, also ich kriege es nicht automatisch, ja, sondern muss mich darum kümmern. Und das tue ich nur, wenn ich auch wirklich interessiert bin. Wenn es mal irgendwo vorbeigeht, dann mache ich es halt nicht. Und dann kriege ich mein Wahlrecht vielleicht mit 21. Aber okay. Die Themen sind alle wichtig, aber um nochmal das Ganze nach vorne zu schauen. Wir brauchen ein Instrument, um überhaupt den Fuß in die Tür zu bekommen.
Das ist wie der Schlüssel ins Schloss. Ja, das ist der Punkt, wo wir erstmal öffnen müssen, damit wir überhaupt wieder in der Lage sind, Dinge zu verändern und Recht zu gestalten. Deshalb Volksentscheid. Also in Irland haben sie sich eine, also das sind nicht so viele, ja, nicht so viele wie in Europa, aber sie haben im Internet praktisch sich, also eine, alle gearbeitet an einer neuen Verfassung für Irland und sie haben diese Verfassung dann verabschiedet. In Island. Also das gibt es noch zusätzlich, die Möglichkeit im Internet zu diskutieren und auch da gemeinsam also zu formulieren und so, dass jeder in seinem bestimmten Bereich, wo er kompetent ist, also da was formuliert. Können wir nicht von den Isländern lernen? Ja klar, können wir davon lernen. Aber am Ende gab es auch die Volksabstimmung über diesen Verfassungsprozess dann. Ja? Und da, das ist ja wie dieser Konventsprozess, wie das, was wir vorgeschlagen haben. Nur, wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie es in Island gelaufen ist. Das ist toll, aber es gibt 320.000 Isländer und 500 Millionen Europäer. Ja? Also, und das Scale, also die Größenordnung spielt da eine Rolle. So, den Konvent zu organisieren, ist eine unglaubliche Mammutaufgabe, die man aber angehen muss. Ja? Aber danke nochmal für dieses schöne Beispiel. Von den Isländern können wir wirklich viel lernen. Und die sind auch jetzt gerade offen. Ja, momentan, jetzt gerade im März, werden die Spielregeln, die direkt demokratischen Spielregeln neu gefasst und die sind auch gerade offen für Experimente. Ja? Also zum Beispiel die neue Geldordnung in Island ist eine super Geschichte, ist also keine Laborsituation, ist eine Insel. Ja? Sind gerade drauf, haben ihre Regierung zum Teufel gehabt, haben gesehen, dass die ganzen Eliten und so weiter es auch nicht besser können und nehmen die Dinge jetzt selber in die Hand. Und dann kann man doch Dinge einfach auch mal ausprobieren und sagen, okay, lass uns doch da mal bestimmte spannende Experimente machen und schauen, was passiert. Dann kommen wir aus der Theorie raus. Geht da hin und reden mit den Isländern und schauen, dass sie Dinge machen. So, das war's. Zum Schluss wollte ich noch zwei kurze Worte an Sie zur Information richten. Heute Abend um 18.30 Uhr findet in der Sporthalle wieder eine Podiumsdiskussion statt. Dieses Mal zum Thema Energiewende und Ressourcenverteilung. Die Experten werden sein Andreas Neukirch, Marcel Kalfenheim und Norbert Ohler. Und im Anschluss um 13 Uhr der Vortrag von Herrn Stüttgen fällt leider aus. Aber der Workshop um 15 Uhr findet wie geplant statt. Vielleicht zum Johannes noch was. Der Johannes Stüttgen, mit dem war ich vorhin beim Frühstücken. Und er hat einen Anruf bekommen, dass sein Freund, sein bester Freund aus Jugendtagen im Sterben liegt. Und dann hat er sofort eingepackt und ist hingefahren, damit er ihn noch sieht. Nur, dass, genau, der war da und ist dann einfach, nur dass er da verstanden ist. Also, ich wollte an meinen Brigitte Kränker vom Omnibus, also um 15 Uhr wollten wir dann trotzdem den Workshop machen zur Frage der Demokratie. Was Roman Huber hier auch vorgestellt hat. Und ich weiß nicht, ob Roman vielleicht in den Workshop bist, kannst du damit reingehen um 15 Uhr? Ja, klar. Nach Herrn Huber. Also, dass wir uns erst, also, dass sozusagen der Herr Huber oder Johannes eigentlich reden sollte, oder wie? Ja, nicht der Vortrag. Um 15 Uhr ist Workshop angesetzt gewesen, um 13 Uhr war der Vortrag. Aber um 13 Uhr ist auch Herr Huber hier und noch ein Referent, sodass wir sagen können, da ziehen wir uns einfach zurück, da machen wir nichts. Aber um 15 Uhr könnten Sie kommen, und zwar ist das der andere Raum im Schloss, dass wir dann um 15 Uhr nochmal anderthalb Stunden Nachfragen, Gespräch zu Fragen der Demokratie. Dankeschön. Okay. Der Informationspaket haben wir, der kostenlos ist, der dreht sich da hinten ein, dann kriegt er was zugeschickt. Egal, das ist alles schon mal ein bisschen.